Also wenn du von Mentalität sprichst, was zeichnet für dich einen Spieler mit einer starken Mentalität aus? Was Ich bedeutet hatte den größeren Willen, auf Sachen zu verzichten. Ich hatte den größeren Willen, extra Sachen zu machen, weil ich das auch schaffen wollte. Ja, ich wollte auch dazugehören und ich wusste, ich muss mehr machen als andere. Und dort eine Erfahrung zu machen, sich selber mal um Sachen zu kümmern, ist, glaube ich, Gold wert. Es soll ja so sein, die Fußballzeit ist auch begrenzt. Das wissen wir alle. Die kann von heute auf morgen zu Ende sein. Die kann mit 35 Jahren zu Ende sein. Wer dich vielleicht noch nicht kennt, Kapitän vom FC Ingolstadt, ein gestandener Profi, schon länger im Geschäft dabei, hat unter anderem bei Dynamo Dresden gespielt, Wolfsburg gespielt, Paderborn gespielt, bei Nürnberg gespielt, bei Ingolstadt gespielt. Und ja, hast schon sehr, sehr viel erlebt, was auch ja, sehr, sehr spannend ist bei dir, dass du, so wie man es liest, von außen scheinbar fast überall Fanliebling warst, was ja auch immer für dich spricht, so. Und ja, Stefan, kannst du ja gerne auch nochmal ein, zwei Worte zu dir sagen, jetzt hier zum Start. Ja, servus erstmal. Mein Name ist Stefan. Ihr habt es bestimmt gehört gerade. Spiele aktuell beim FC Ingolstadt. Bin Kapitän hier. Gestern 32 Jahre alt geworden. Man sagt da schon, im Fußballalter kommt man in den Rentenstatus. Aber ich fühle mich noch gut genug, dass hoffentlich ein paar Jahre hinzukommen. Richtig angesprochen, in meiner Karriere schon etliches erlebt und auch Sachen, positiv wie negativ, die ich weitergeben kann, die ich anders machen würde, als wie ich sie damals im jungen Alter vielleicht gemacht habe. Und da freue ich mich heute, vielleicht ein paar hilfreiche Tipps auch für die jungen Spieler, die das große Nachwuchsaushängeschild vielleicht von uns werden, ein paar Tipps zu geben. Yes, das ist auf jeden Fall schon mal überragend. Dann lass uns da auch gleich mal einsteigen, weil du gerade schon gesagt hast, dass du vielleicht ein paar Sachen damals, also jetzt aus heutiger Perspektive, anders gemacht hättest. Nimm uns da mal gerne mit in die Zeit, wo bei dir es auch noch so aussah, du ja in der U19 gespielt hast, du warst ja nicht klassischerweise komplett durch im NLZ und so weiter. Kannst du uns da mal reinnehmen in diese Zeit? So ab wann war für dich klar, dass du Fußballprofi werden willst? Ja, mit werden wollen. Also ich fange mal mit der Chronologie ganz einfach an. Ich habe im jungen Alter in einem kleinen Verein in Dresden gespielt, der direkt an meiner Wohnadresse um die Ecke war, wo man zu Fuß und zu Fahrrad ganz entspannt das Training erreichen konnte. Bin dann nach der Grundschule auf die Sportschule. Da gab es in Dresden eine Eliteschule des Sports. Da bin ich hingegangen, habe dort den Realschulabschluss gemacht und wie schon gerade angesprochen, war ich nie der Typ, der klassisch das NLZ durchlaufen hat. Ich hatte dann glaube mit 14 Jahren einen Kreuzbandriss. Der hat mich ein bisschen zurückgeworfen und dann war der Vorsprung den anderen Spielern schon so groß, dass man eigentlich nicht mehr glaubte, man wird mal Fußballprofi. Das war bei mir nämlich der Fall. Bin dann in einen Verein gegangen, der in der Landesliga gespielt hat, der, wo der Herrenbereich noch Oberliga war. Das war damals die vierte Liga, weil da gab es noch keine dritte, das war dann Regionalliga und dort hatte ich ein sehr gutes Männerjahr. Darauf zurückzukommen, Profi zu werden, das kam erst mit der Zeit. Das Wichtigste und worüber ich heute sehr dankbar bin, ist gewesen, dass meine Eltern gesagt haben: Stefan, erst machst du eine Berufsausbildung und dann kannst du von mir aus Fußball spielen oder machen, was du möchtest. In einem Alter, wo du vielleicht irgendwo 300, 400 Euro schon netto durch Fußball verdienst, denkst du, du bist der Allergrößte, hast aber noch nichts erreicht. Und wenn ich mich heute mal so umhöre oder im Laufe meiner Karriere, wer überhaupt eine abgeschlossene Ausbildung hat, weil es kommt immer eine Zeit nach dem Fußball, dann ist dort das Feedback sehr, sehr gering. Und darüber bin ich sehr froh. Ja, dann habe ich die Ausbildung abgeschlossen und konnte nahtlos in den Profibereich, wenn man es nennen darf, nach Babelsberg wechseln. Das war Regionalliga. Das muss ich sagen, war fast mit die schönste Zeit, weil es gab ein überschaubares Gehalt. Es gab überschaubare Berater, die dir irgendwas von Aktien, Immobilien, Bitcoins, Wertanlagen, Lebensversicherung, ich könnte jetzt noch alles weiter aufzählen, verraten haben, sondern da war es so, dass du unbekümmert zum Training gehen konntest und dass du dich gefreut hast über nicht, dass es heute anders ist, aber über die Prämien, über gewonnene Spiele, über einfache Sachen. Also wenn ich von Bedingungen spreche, auch gerade in Paderborn in der Bundesliga, was wir für Bedingungen hatten zum Trainieren, das könnten sich heute Spieler gar nicht mehr vorstellen. Jetzt haben natürlich in Paderborn eins der besten Trainingsgelände oder das beste Trainingsgelände mit unter den Top 5 in Deutschland. Damals haben wir trainiert auf irgendeinem Parkrasen. Das war Bundesliga, das darf man nicht vergessen. Deswegen,
kam dann für mich erst so nach oder mit dem Wechsel nach Babelsberg der Sprung oh, Profifußball. Aber es ist dann so, dass der Sprung von der Regionalliga nochmal bis ganz hoch ein Riesenunterschied ist. Und das kam dann Stück für Stück hinzu. Und so, dass ich den Traum irgendwann leben konnte oder hautnah erlebt habe, mit De Bruyne, Diego, Naldo und Co. spielen zu dürfen. Yes, das war bei Wolfsburg, ne, bei dir. Was super spannend ist, was du gerade angesprochen hast, dass für dich Babelsberg eine der schönsten Zeiten, wenn nicht die schönste Zeit war, weil es so einfach war und vor allen Dingen auch die Bedingungen jetzt nicht so, wie man es von heute kennt aus dem Profibereich. Ist diese Freude am Fußball, so habe ich das gerade verstanden, weißt du, dass du dann mit Freude zum Training gegangen bist und es einfach gefeiert hast, überhaupt Fußball spielen zu dürfen, dann noch dafür Geld zu bekommen und das immer wieder auch dieses innere Gefühl der Freude, ne? Das zu pushen. Ist das so eine Fähigkeit, wo du sagen würdest, das braucht auf jeden Fall jeder junge Fußballer, der mal oben ankommen möchte, diese Freude auch immer wieder hervorzuholen und auch zu leben? Und ja, was sind vielleicht noch andere Sachen, die dazukommen, wenn das ein Attribut ist? Ja, also ich meine, ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive sprechen. Es gibt hochtalentierte Spieler, die aus dem Nachwuchsleistungszentrum, wir sehen es in der Bundesliga, direkt dann in eine Profimannschaft kommen. Aber wir brauchen auch nicht um den heißen Brei drum herumreden. Die jungen Spieler verdienen heute jede Menge Geld. Ja, haben eins, zwei Autos, obwohl sie eigentlich nur, oder haben zwei, drei Autos, obwohl sie nur eins fahren könnten. Ja, und was ist denn dann nach einem AMG die Steigerung, ja, mit 19 Jahren? Also, das ist immer so, das muss man ein bisschen relativieren, dass man sagt, was ist denn, was kommt denn noch? Und ich, meiner Interpretation in Babelsberg war einfach so, es gab damals noch keine Pods, die deine Laufleistung überwacht haben. Ja, es gab noch, geschweige denn, dass man zu Auswärtsspielen mal fliegt. Ja, und das waren so ganz einfache Sachen. Wir haben im Winter auf Kunstrasen trainieren müssen, weil es keine Rasenheizung gab und und. Das sind Sachen, die haben einen geerdet und dann siehst du jetzt Sachen anders oder lernst sie anders zu schätzen, als wenn du immer nur alles hinterhergetragen bekommst. Da wird das gemacht für den Spieler, da wird sich um Umzug gekümmert, dass er nichts mehr machen braucht. Die Selbstständigkeit im Profidasein, das ist eigentlich das, worauf es auch hinausläuft. Die Spieler müssen irgendwann selbstständig werden. Ja, das ist einfach Fakt. Denen wird aber zu viel abgenommen. Und dort eine Erfahrung zu machen, sich selber mal um Sachen zu kümmern, ist, glaube ich, Gold wert und müsste da vielleicht auch mehr von den Vereinen oder vom Verband. Es geht auch gerade darum, ich habe mit Spielern zusammengespielt, die wussten nicht Krankenversicherung. Wie passt das? Private Krankenversicherung, Krankentagegeld. Wenn ich verletzt bin, was mache ich? Es soll ja so sein, die Fußballzeit ist arg begrenzt, das wissen wir alle. Die kann von heute auf morgen zu Ende sein, die kann mit 35 Jahren zu Ende sein. Die Frage ist, der Lebensstandard im Fußball geht rasant nach oben, wenn deine Karriere auch bergauf geht. Dein Lebensstandard in die Höhe zu schrauben, ist ganz einfach. Ja, also du gehst nicht mehr zu Nike, sondern du gehst zu Gucci und Co. Die Frage ist aber, wie schaffst du es wieder zurück? Ja, und irgendwann der Tag X, der 30.06. 2000, schieß mich tot, wird kommen und ab 1.7. ist der läuft der Vertrag nicht mehr und es gibt kein Einkommen mehr vom Verein. Was macht man dann? Klar sagen mir Leute, ah, ich wäre auch Trainer. Wenn ich mir runterrechne, wie viele Spieler jedes Jahr aufhören, wie viele Trainerstellen frei werden, wird das auch knapp. Ja, Jugendtrainer und. Es geht mir darum, dass die Spieler was mit an die Hand bekommen, dass nach der Karriere von dem Geld, was sie oder das Privileg, was sie haben, dass das Geld, was sie verdient haben, was viel Geld ist, das wissen wir. Fußball gehört zu den populärsten Sportarten oder wenn nicht sogar die populärste Sportart, da ist jede Menge Geld im Getriebe. Ja, und dass von dem Geld, was sie sich erwirtschaftet haben und was sie sich auch erarbeitet haben, dass davon noch was übrig bleibt. Weil wir brauchen bloß im Internet schauen, wie viele Ex-Fußballspieler sind pleite. Ja, da gibt es, glaube ich, sogar Studien dazu, dass, glaube ich, nur noch 10% überhaupt von allen Bundesliga-Profis danach auch noch so, ja, sage ich mal, das Geld vermehren konnten oder damit was machen konnten. So. Also sprichst du ganz klar die Selbstverantwortung an, dass jeder junge Spieler selbstverantwortlich, schon bevor es vielleicht in den Hollywood-Zirkus losgeht, sagen wir mal so, sich um finanzielle Bildung kümmern darf, um Wegbegleiter vielleicht auch, die, ja, vielleicht wie du, schon mehr erlebt haben oder auch andere Bereiche sehen können. Sind das so zwei Punkte, die du auf jeden Fall den Jungs jetzt schon mal mitgeben kannst? Ja, absolut. Und mir geht es auch darum, weil ich mir auch Gedanken mache, was macht man nach der Karriere? Ich habe auch Leute dann kennengelernt, die meinen es gut mit dir. Ja, die meinen es aber eigentlich nur gut mit deinem Geld.
Und da gab es verschiedene Sachen, weil umso erfolgreicher du wirst, umso mehr Leute fangen an, mit dir zu reden und wollen was von dir. Auf einmal hast du Freunde, die sind immer da, wenn es gut bei dir läuft, wenn du im Mittelpunkt stehst, ja, und dann gibt es auch mal eine Zeit im Leben, die wird kommen, das gönne ich keinem, aber da läuft es eben mal nicht so in einer Karriere. Völlig normal. Dann musst du schauen, wer war für dich da, wer ist außer deiner Familie immer noch an deiner Seite. Und da ist auch ein großes Manko für mich: Berater, Berater, Berater. Ja. Die Berater machen alle ihren Job oder wollen da nur das Beste für ihren Spieler. Aber manchmal geht es mir ein bisschen ab, ob wirklich das Beste für den Spieler getan wird. Ja. Ob das Beste ist, ob ich meinem Spieler da den Juwelier zeige und den das Autohaus, wo er die Leasingrate noch besser bekommt. Oder ob ich meinen Spieler wirklich so darauf vorbereite, dass er am Ende seiner Karriere noch Geld hat. So. Da geht's los, da müssten sich mal alle irgendwo die Köpfe zusammenstecken, und das ist jetzt auch meine Intention, was ich so ein bisschen vorhabe, dass dort ein Weg geschaffen wird, dass zumindest Aufklärungsarbeit, erste bis vierte Liga, wo Spieler von dem Grundgehalt leben und nicht arbeiten gehen müssen, dass das Privileg haben, dass die ordentlich aufgeklärt werden. Ja, weil ich hatte hier auch Spieler kennengelernt, die sind seit 6 Jahren in Deutschland, die wussten nicht, dass sie eine Steuererklärung machen können. Ja, und dann tut mir das leid für die Jungs, ja, und wo ich immer sage, Mensch, was wollt ihr mit 3, 4 Autos? Ja, muss man das mal durch den Kopf gehen lassen. So, und das sind so Sachen, da würde ich den Jungs auch gern helfen, oder dass man einen Weg findet. Passt auf, sind Sachen, die sinnvoll sind, ja, dass dann nach der Karriere auch noch Geld da ist und dass ihr euch erfreuen könnt an dem, was ihr mit eurem Körper geschaffen habt. Yes, das ist auf jeden Fall schon mal ein geiles Ding und klingt auch nach einem interessanten Karriereweg für dich, auch nach der Karriere dann. Hast ja noch ein paar Jahre, aber danach. Sehr, sehr spannend. Jetzt ist es ja so, an dem Markt, du hast davon gesprochen, Berater gibt es ja auch viele und so weiter, gibt es ja sehr, sehr viel Angebot. Du hast auch davon gesprochen, es ist wichtig, davon, also sozusagen für sich mal klar zu machen, was ist das Richtige und wichtig für mich. Wie hast du das für dich gemacht? Jetzt auch vielleicht im Nachhinein und wie hättest du vielleicht auch gerne im Vorhinein schon gemacht? Wie hast du für dich herausgefunden, was das Richtige für dich ist? So. Ja, erstmal kriegst du, Entschuldigung, wenn ich so hart sage, auf die Fresse, weil du Sachen probierst, du fängst irgendwann an mit Immobilien, ja, da fangen Leute an, da geht es um Lebensversicherung und so weiter. Und da sage ich auch, wenn du nicht dass deine Familien oder deine Eltern, deine engsten Vertrauten, mit denen du darüber sprichst, das kann nicht jeder Ahnung von dieser Thematik haben. Völlig normal, ja, also das wär zu viel verlangt, wenn jeder in der Familie einen Rechtsanwalt hat, der das alles mal prüft. Du fängst natürlich an, Leuten schnell zu vertrauen, weil sie dir immer nur was Gutes erzählen. Ich hätte auch in meiner Karriere mehr hinterfragen müssen, weil ich sonst immer auch begeisterungsfähig bin für neue Sachen und bin da vielleicht auch zu guter Mensch gewesen in vielen Phasen, weil ich immer an das Gute im Menschen geglaubt habe, was leider nicht so ist. Natürlich, ich habe es auch gesehen, in der Bundesliga zu filtern, wer meint es gut mit dir und wer nicht, ist extrem schwer. Deswegen, wenn ich heute mal so nachbetrachte, was ich gemacht habe und was ich hätte anders machen können, dann wäre es das gewesen, Sachen mehr zu hinterfragen, mehr sich auch damit zu beschäftigen, was passiert denn überhaupt. Die Momentaufnahme, Bundesliga und es läuft alles toll, ist super, ist ein tolles Gefühl, aber es kommen auch andere Zeiten. Und wie gesagt, ich habe das eingangs gesagt, ich wünsche das keinem, aber es geht, die Karriere kann nicht nur steil bergauf gehen. Es kommt immer irgendwas, Verletzung, dann passiert was, Trainerwechsel, du bist nicht mehr gefragt, musst den Verein wechseln. Und das sind so Sachen, dort möchte ich mit ran, dass den Spielern das bewusst wird. Yes, du hast auch mal gesagt, in Phasen, wo es nicht so gut läuft, was du auch gerade angesprochen hast, kann nicht immer nur steil bergauf gehen. Wir haben ganz normales, auch Jahreszyklen, Sommer und Winter. Wo es nicht so gut läuft, kristallisieren sich Persönlichkeiten heraus. Was macht für dich eine starke Persönlichkeit aus, so, die auch in dem Fußballgeschäft oder auch generell erfolgreich, was auch immer Erfolg bedeuten mag, leben kann und den Sport ausführen kann? Ja, wichtig ist immer, dass der Mensch der bleibt, der aus dem Nichts kam, wo er noch nichts hatte, der gleiche bleibt, wie wenn es erfolgreich war. Und dann will mich nicht selber loben, aber ich spreche mit meinem Freundeskreis in Dresden. Ich habe immer noch die gleichen Freunde wie vor 20 Jahren, wo wir groß geworden sind. Und dort kam auch ab und zu mal der Kommentar: Mensch, Stefan und so, unser Draht ist nie abgerissen. Und ich sage aber: Was spinnt ihr? Nur weil das auf einmal vielleicht gut läuft, heißt es doch nicht, dass ich Freunde und Familie dann austausche. Und dann ist es auch so, dann gab es ja auch Zeiten bei mir, wo das nicht so gut lief und auf die ist immer Verlass. Und
Das wird in unserer Freundschaft und in der Familie immer so bleiben. Das ist aber, ich habe andere Fälle kennengelernt. Ja, da ging es bergauf. Ja, und dann wurde man auf einmal Nase nach oben, dann kannte man den nicht mehr und den nicht mehr. Ja, und dann ging es steil bergab und dann haben sie ihre Freunde gesucht. Aber die haben sich dann natürlich auch ein bisschen verarscht gefühlt oder mit den Füßen getreten, weil in den Zeiten, wo alles gut lief, ja, wo man nur noch im Fokus war, wo medial, sage ich, was heute auch ein großes Thema ist, ja, Facebook, Instagram, wie das alles heißt, gepusht wird ohne Ende, ist es natürlich schwer, auch für junge Spieler auf dem Boden zu bleiben. Ist normal, wenn du am Wochenende ein gutes Spiel gemacht hast und siehst, die ganze Woche ist alles voll nur mit deinem Gesicht. Ja, da musst du schon irgendwo normal bleiben. Und ich hoffe für mich, und habe immer gesagt, die Leute sollen mir das ehrlich sagen, wenn es mal eine Veränderung gibt, dann sollen sie sich bei mir melden. Aber ich hoffe, dass ich da immer gleich bleiben konnte. Und das ist auch eine Eigenschaft, die nicht jeder kann. Yes, das ist aber sehr, sehr spannend, was du sagst. Vor allen Dingen die Medien und ja, generell jetzt auch mit Instagram und alles, was dazu kommt. Es gibt ja immer mehr Meinungen von außen, die auch an die Spieler herangetragen werden, ne? Und wenn jetzt jemand schon mit 17 Profi wird, ist er an sich noch evolutionsbiologisch in dem Prozess, wo er quasi noch in der Selbstfindung ist, in Anführungsstrichen. So, ist eigentlich noch in der Pubertät gewissermaßen und so weiter. Kannst du da vielleicht etwas mitgeben für die jungen Fußballer? Wie schafft man es dort auch, oder wie hast du das dann auch geschafft, trotz den ganzen Meinungen von außen? Weil es ist ja manchmal auch so, viele Meinungen kommen von außen und jemand nimmt das für sich an. Jemand sagt, okay, du bist ja so und so, ah, okay, ich bin so und so. Weißt du, wie hast du es geschafft, trotzdem diese Meinung von außen auf dich raufkommen? Da gab es ja auch sicher schon Tausende, die gesagt haben, Stefan Kutschke, der ist ja so und so, der ist ja so und so, dass du aber trotzdem dich nicht verloren hast und dich identifiziert hast mit den Meinungen von den anderen, sondern du selbst geblieben bist, wie du schon gerade gesagt hast. Das Schlimme ist ja, dass heute im Internet jeder über einen urteilen darf, wenn der in der Öffentlichkeit steht, wie es ihm gerade passt. Und ich gebe es ehrlich zu, als ich damals noch bei Facebook, Instagram und wie die ganzen Seiten alle heißen, aktiv war, habe ich mir viele Meinungen immer angenommen, habe viel gelesen und ich fand das interessant, was denken denn andere über dich? Und du brauchtest wie so, nicht als Bestätigung, aber du wolltest wissen, wie war denn das Außenbild nach außen hin? Und irgendwann habe ich mich dazu entschieden, weil ich schon immer sehr direkt war. Man kriegt ja dann auch private Nachrichten, ja, dann, ja, das und das. Und ich war dann so, ich bin emotionaler Typ, ich habe dann immer auch emotional zurückgeantwortet. Ich glaube, da waren sie ein bisschen überrascht. Ja, und ich habe dann immer gesagt, Mensch, ihr seht auch im Internet, wenn wir Training haben, wir können uns auch am Trainingsgelände treffen, ihr könnt mir doch die Meinung damals sagen, aber das schaffen die wenigsten, dass sie dir ins Gesicht sagen, was gut und was schlecht ist. Was gut ist, ist immer einfach, was schlecht ist, ist meistens unangenehm. Habe mich dann von den ganzen Sachen abgewandt, habe alles gelöscht. Ich bin nirgendwo mehr angemeldet. Ich lebe wesentlich ruhiger und entspannter und habe mir dann aber auch gerade in der Familie immer mal eine Meinung geholt. Sag mal, wie seht denn ihr das? Und ich glaube, auf deine Familie und den engsten Freundeskreis kann man sich immer verlassen. Deswegen fand ich das vorher als ein wichtiges Thema. Wer sind deine engsten Freunde? Wann sind die da für dich? Und wie können die das auch einschätzen? Ich glaube, von denen wirst du immer eine ehrlichere Meinung bekommen als von irgendwelchen, ich sag's mal, Internet-Rambos, die es nicht gut mit dir meinen. Yes, ja, das Spannende ist ja da auch, dass sie dich gar nicht als volle Person kennen, als vollwertige Person, sondern letztendlich nur als Fußballspieler, Stefan Kutschke. Und dann kann es sein, dass er sagt, hey, Stefan Kutschke, der ist ja so und so, weil er auf dem Platz das und das macht, aber es bist ja nicht du komplett als Person, sondern nur deine Rolle als Fußballer, ne? Das ist ja Genau, auch weil das Schlimme jetzt ist, das super habe ich auch spannend. gesagt, es geht gar nicht mehr rein eigentlich um die Person. Es geht nur noch um das, Entschuldigung, wenn ich das so sage, Objekt. Das Objekt ist der Spieler, der darf beschimpft werden, auseinandergenommen werden und und. Der muss aber auch damit klarkommen. Das ist ein Thema, was vielleicht auch bei jungen Spielern, die vielleicht gerade reinkommen, die lesen dann, boah, da, die schreiben alle schlecht über mich, die lesen sich das auch durch. Hier habe ich eine scheiß Note bekommen, der denkt, ich kann kein Fußball spielen, das ist schlecht. Eigentlich um die ganze Person, was steckt denn überhaupt dahinter? Darum geht es gar nicht mehr. Yes, aber das ist einmal wichtig zu verstehen, glaube ich, auch für jeden, auch der jetzt gerade zuhört, so, dass das, wie du es gerade dargestellt hast, genau so ist und deswegen ist ja nochmal ein weiterer Grund, gar nicht so viel darauf hören zu müssen, so, weil es ja genau aus diesem Kontext kommt letztendlich. Eine Sache, die ich noch sehr, sehr spannend finde, und zwar, du hast ja gerade also vorhin auch von deinem Karriereweg erzählt, kam es nicht typischerweise aus dem NLZ, hast dich hochgearbeitet, sagen wir mal so, über Babelsberg und so weiter, bis in die erste Bundesliga. Und du hast, glaube ich, auch mal gesagt, dass die Mentalität eine deiner Stärken ist. Was genau meinst du damit? Also, wenn du von Mentalität sprichst, was zeichnet für dich einen Spieler mit einer starken Mentalität aus? Was bringt er so mit? Was hat er so? Was kann der?
Na, erstmal war es so, dass andere in meinem Alter natürlich viel höher oder viel mehr talentiert waren als ich. Ja, das mag ich auch nie bezweifeln oder habe ich nie angefochten. Das war so, aber ich hatte den größeren Willen, auf Sachen zu verzichten. Ich hatte den größeren Willen, extra Sachen zu machen, weil ich das auch schaffen wollte. Ja, ich wollte auch dazugehören und ich wusste, ich muss mehr machen als andere, die das Talent mit in die Wiege gelegt bekommen. Das ist nun mal so. Da gibt es auch Unterschiede und es gibt auch genügend Beispiele, die gesagt haben, auch in meinem Alter, die mehr Willen hatten und das mehr wollten, weil sie sich nicht auf ihr Talent verlassen konnten. Ja, die wurden dann am Ende belohnt. Und ich meine, ich habe jetzt einen Trainer, den kenne ich 11 Jahre. Thomas Oral war mein erster Trainer bei RB Leipzig damals. Und der hat gesagt, Stefan, bei mir war damals, du warst 21 Jahre alt, 20 Jahre alt. Dein Wille war immer schon deine große Stärke. Ja, Willen alleine reicht nicht. Wenn du nicht ein bisschen auch was mit der Kugel kannst, dann hast du keine Chance. Aber dies genau meine Art muss ja ein Felix Magath und Co. auch überzeugt haben, warum sie gesagt haben, Mensch, der macht das. Und deswegen habe ich mir da auch mal ein großes Beispiel an Stefan Meyerhofer genommen. Ich glaube, der war auch ein Spieler, wo sie gesagt haben, Jesus, wie will der Fußball spielen? Ja, aber er hat mit seiner Mentalität es bis in die Premier League geschafft. Und das ist ein Weg, den haben ihm viele nicht zugetraut. Ähnlich war es bei mir, glaube ich, auch. Und umso schöner ist, dass es geklappt hat. Eine besondere Eigenschaft oder was das für mich ausmacht, ist immer schwer zu sagen. Weil ich sehe mich halt selber, für mich ist es eine normale Art. Das müssen andere beurteilen, was der für einen positiven Klatsch hat, warum der das und das macht. Das kann ich schwer beurteilen. Deswegen das Bodenständige und dieses immer noch mehr machen war ein großer Trumpf von mir. Yes, das ist auf jeden Fall auch schon aussagekräftig in sich. Da müssen wir, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel ausführen dazu. Jetzt zum Abschluss noch eine Frage, die ich hier gerne ja, vielen Fußballern stelle, auch so zum Ende. Eine Aufgabe von dir als Kapitän ist es ja auch, ja, Erfahrungswerte an junge Spieler bei euch in der Mannschaft weiterzugeben. Jetzt drehen wir die Kiste mal ein bisschen um. Wenn du mit allem, was du gelernt hast in deiner Karriere, allem, was du erlebt hast, jetzt sozusagen dein 16-jähriges Ich nochmal treffen könntest. Nur für eine kurze Zeit, du hast genau drei Tipps, die du dir selbst dort mitgeben kannst. Natürlich mit diesem Kontext, okay, will Fußballprofi werden, will schon rein sozusagen in dieses Geschäft. Was wären diese drei Tipps, die du dir Stand jetzt selbst mitgeben würdest, deinem 16-jährigen Ich? Also erstens ist noch mehr Professionalität in dem Fußballgeschäft. Das brauchst du, weil dein Körper ist dein A und O. Was ich gelernt habe, ist eine Nachbereitung, eine Vorbereitung aufs Training, also Vorbereitung und Nachbereitung, diese Extrasachen. Das ist der Hauptkritikpunkt. Die zweite Sache ist auf diesen ganzen Fame und auch wie viel Follower und Co. Das ist, ich glaube, der zweite Punkt. Das bringt dich nicht weiter, weil die bringen dir nach deiner Karriere deine Brötchen auch nicht nach Hause. Egal wie viel Follower du hast, das wird nicht reichen. Und der dritte Punkt, boah, das ist ganz schwer. Wenn ich mich selber, ich hätte manchmal meine ehrliche Meinung nicht so sagen dürfen, wie ich es gemacht habe, dann hätte ich mir den Ärger ab und zu erspart. Okay. Yes. Das sind auf jeden Fall spannende Punkte. Also einmal Professionalität, Vorbereitung, Nachbereitung, Training, da gewissermaßen auch, ja, das alles mitbringen, gehört ja dann viel mit dazu. Dann letztendlich deine ehrliche Meinung vielleicht auch mal öffentlich, besonders wenn du weißt, okay, könntest anecken, vielleicht ein bisschen weniger raushauen so. Und Punkt Nummer zwei war, kannst du ihn nochmal wiederholen? Ja, das waren so die ganzen, ja, die sozialen Netzwerke, Facebook, Instagram und was für ein Auto, was für Klamotten, was für Frauen und Co. Ja, die sind auch wieder weg. Klamotten kannst du eine Zeit lang tragen, dein Auto musst du irgendwann zurückgeben und die Frau, wenn du nicht mehr gut bist, haut ab. Also letztendlich die, verstehe ich so, die Persönlichkeit zu stärken und alles, was von außen kommt, wahrnehmen auch als was, was kommt, aber auch wieder geht. Aber du letztendlich bleibst ja auch am Ende von deiner Karriere. Also lieber auf sich schauen und seine persönliche Entwicklung und da sich drauf fokussieren, als auf das, was da so im Außen passiert mit sozialen Medien, Genau. das, das, das. Okay, top. Stefan, ich danke dir schon mal von Herzen, dass du das geteilt hast, was du gerade geteilt hast. Das ist, glaube ich, super spannend, super wertvoll, besonders auch, was, ja, auch drumherum das Ganze angeht, so was finanzielle Bildung angeht und so weiter, auch super spannend zu hören, weil ich glaube, das haben nicht so viele auf dem Schirm und du kannst ja aus langer Erfahrung jetzt auch sprechen, dass du da auch viel gesehen hast, viele, die pleite gegangen sind, obwohl sie mal Millionen verdient haben, was halt auch erstmal unlogisch ist, ne? Wenn man selber noch nie so drin war in dem Karussell, aber auch super spannend.
Gibt es vielleicht noch so zum Abschluss, willst du noch irgendwie den Jungs und Mädels etwas mitgeben, was dir besonders am Herzen liegt, was jetzt noch nicht zur Sprache gekommen ist? Nein, also ich gebe mir immer Mühe, dass ich genauso bin, wie ich jeden Tag drauf bin. Und Ehrlichkeit, gerade an die Jungs und Mädels, die das schaffen wollen, dieser schmale Grat zwischen ich schaffe es und ich schaffe es nicht, ja, der ist minimal und es gehört dann auch in der Karriere viel Glück dazu. Das ist auch ein großer Punkt. Es muss einen Tag geben, wo der und der Trainer vielleicht da ist und sagt, ich möchte den haben. Das Wichtigste aber ist, ihr müsst an euch selbst glauben. Glaubt nicht irgendwie an Meinungen, die ihr von Dritten herangetragen bekommt, die euch das Schöne immer vom Himmel holen und sagen, wie toll ihr seid. Ihr müsst euch selber reflektieren können. Und ich glaube, ihr selber könnt am besten einschätzen, ob eure Leistung gut war oder schlecht war. Dafür braucht ihr keine Kickernoten und was weiß ich was. Und dann nehmt einfach dieses Geschenk, Fußballprofi, es ist nun mal ein Geschenk. Nehmt es an und werft es nicht durch irgendein Müll weg. Yes, perfekt. Danke dir auch nochmal für die Abschlussworte.